Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben die Kirchen in einem Beschluss gebeten, über die Osterfeiertage wegen der Corona-Krise keine Präsenzgottesdienste zu veranstalten. Darauf reagierten Kirchenleiter mit Verwunderung und teilweise mit deutlicher Kritik. Die evangelischen und katholischen Bischöfe in Niedersachsen beispielsweise äußerten sich nach eigenen Angaben irritiert, dass sie von der Bitte aus den Medien erfahren hatten. Es gebe detaillierte Hygienekonzepte, die auch strikt angewandt würden. Viele Kirchen haben mittlerweile mitgeteilt, dass sie zu Ostern Präsenzgottesdienste anbieten werden. Modesta und ihre 22-jährige Tochter Elva haben die meiste Zeit ihres Lebens in einem Zimmer eines baufälligen Gebäudes in der peruanischen Hauptstadt Lima verbracht. Modesta brachte Elva zur Welt in einer Zeit, in der alle Ärzte in ihrer Gemeinde streikten. Ihre Wehen waren mit zahlreichen Komplikationen verbunden. Als Folge davon wurde Elva mit schweren Behinderungen geboren. An old lady from social service came. Als meine Tochter geboren wurde, wusste ich nicht, dass sie diesen Zustand für immer haben würde. Ich dachte, mit einer Therapie könnte sie sich davon erholen. Aber das hat sie nicht und ich kämpfe seit 22 Jahren. Im Moment bin ich arbeitslos. Ich kann auch nicht rausgehen. Wer wird sich um sie kümmern, wenn ich arbeiten gehe? Ich muss die Windeln wechseln. Ich muss sie mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen füttern. Ich kann sie nicht allein lassen. Ihr könnte alles Mögliche zustoßen. I have to change the diapers. I have to feed her breakfast, lunch, dinner. I can't leave her alone. Anything could happen to her. In einer Situation, in der Modesta beinahe ihre Hoffnung verlor, traten ein Team der christlichen Hilfsorganisation Joni and Friends und damit auch Gott in ihr Leben. Joni and Friends setzt sich für bedürftige Menschen auf der ganzen Welt ein und verkündet auf die Weise das Evangelium. Sie gaben einen auf Elvas Maße angepassten Rollstuhl in Auftrag und erleichterten Modesta das Leben. Modesta hat sich bekehrt und betet seither regelmäßig zu Gott. Das schenkt ihr Kraft und neue Hoffnung. Lieber Gott, ich glaube an dich und obwohl ich dich heute erst kennenlerne, bitte ich dich um Vergebung. Gott, hilf mir zu verstehen, dass das, was ich durchlebe, einem Zweck für mein Leben dient, damit ich deine Liebe verstehen kann. Denn so wie ich meine Tochter liebe, liebst du auch mich mit all meinen Fehlern. Así como yo amo a mi hija.